Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Wie schon im letzten Video versprochen, soll es heute um diese schöne alte Zeiss Ikon gehen, die ich vor einigen Wochen beim Bonner City Photo Center zum Preis von 70 Euro gekauft habe. Diese Kamera ist komplett general überholt, sie befindet sich in sehr gutem Zustand und sie funktioniert ganz ausgezeichnet. Schauen wir uns diese Kamera im Detail an. Dann werfen wir doch mal einen näheren Blick auf diese schöne alte Zeiss Ikon. Diese Kamera ist in den 50er Jahren hergestellt worden. Sie arbeitet mit Rollfilm und sie fotografiert im Format 6 x 4,5 cm. Auf ein Stückchen Rollfilm wie diesen Fuji Velvia 50 können wir mit dieser Kamera 16 Bilder belichten. Bei einer Hasselblatt im Format 6 x 6 cm wären es 12 Bilder. Mit einer Mamiya RB67 oder RZ67 können wir auf ein solches Stückchen Filmmaterial 10 Bilder aufnehmen. Eines der bestechendsten Merkmale dieser Kamera ist das extrem kleine Format. Klappt man sie zu, passt sie im Grunde genommen in jede Westentasche und es ist die wahrscheinlich kleinste Mittelformatkamera, die ich je in Händen halten durfte. Ein ganz interessantes Feature ist diese Metallnase. Hat man das Objektiv ausgeklappt, kann man diese Kamera wunderschön aufstellen und könnte sie jetzt für Dauerbelichtung verwenden oder sie erschütterungsfrei mit einem Selbstauslöser auslösen. Kommen wir zum Objektiv dieser schönen alten Kamera. Es ist ein 75 mm Objektiv eingebaut. Die größte Blende ist 1 zu 4,5. Wenn wir uns dieses Objektiv ein wenig genauer anschauen, dann sehen wir, dass wir hier in der Lage sind, eine Entfernungseinstellung vorzunehmen. Eine entsprechende Skala ist hier auf diesen äußeren Objektivring aufgedruckt. Da dieses Objektiv über einen Zentralverschluss verfügt, ist auch die Blendeneinstellung direkt über das Objektiv erreichbar. Wir haben hier einen kleinen Metallhebel, den wir hin und her bewegen können. Und mit diesem Hebel können wir Blenden zwischen 4,5 und 22 einstellen. Für alle unter uns, die gerne mit Blitzlicht fotografieren, haben wir an dieser Stelle einen Synchronkontakt. Und dieser Synchronkontakt erlaubt es, auch nach vielen, vielen Jahren diese Kamera immer noch mit modernen Blitzlichtern wie beispielsweise einem Nikon SB900 zu verwenden. Natürlich lassen sich auch Studio-Blitzanlagen nach vielen, vielen Jahren immer noch mit dieser alten Zeiss Ikon nutzen. Um einen Auslösevorgang ausführen zu können, muss man den Verschluss spannen. Um den Verschluss zu spannen, gibt es hier einen Hebel, den wir zur Seite bewegen. Jetzt haben wir den Verschluss gespannt und wir können ihn jetzt über eine kleine Lasche, die hier vorne angebracht ist, auslösen. Um das Objektiv einzuklappen, drückt man diese beiden Hebel ein wenig nach innen. Danach lässt sich das Objektiv ohne großen Kraftaufwand im Gehäuse dieser wunderbar kompakten Kamera verstauen. Auf der Unterseite sehen wir ein Stativgewinde und wir sehen die beiden Aufnahmen für die Spulen unseres 120er Mittelformatfilms. Auf der Oberseite dieser Kamera haben wir ein Suchersystem. Es lässt sich sehr leicht ausklappen. An der vorderen Seite sehen wir hier ein sehr einfaches Linsensystem. Auf der Rückseite ist noch ein kleines Okularglas eingebaut. Eine optische Wirkung hat es nicht wirklich. Und dieses sehr, sehr einfache Suchersystem funktioniert trotz allem relativ gut und hilft einem bei der Komposition seiner Bilder wirklich sehr, sehr gut. Vom 18. Jahrhundert bis weit in die 1950er Jahre hinein war das Hochformat das angesagte Format in der Fotografie und häufig auch in der Malerei. Der hohe Stellenwert der Porträtmalerei hat bereits in den Kinderschuhen der Fotografie das Seitenverhältnis und die Ausrichtung der Bilder geprägt. So hat auch diese Kamera, die etwa 60 Jahre alt ist, wir können es hier oben am Sucher sehen, ein
Seitenverhältnis von 3 zu 2, wobei die Bilder üblicherweise im Hochformat aufgenommen werden. Also im Grunde genommen ist es eigentlich eher eine Porträtkamera als eine Landschaftskamera. Will man mit dieser Kamera im Querformat fotografieren, dreht man sie um 90 Grad zur Seite und der Blickwinkel des hier verbauten 75 mm Objektivs entspricht systembedingt aufgrund des Filmformats einem Weitwinkel, einem leichten Weitwinkelobjektiv mit einer Brennweite von etwa 35 mm, wie wir es aus der Kleinbildfotografie kennen und lieben. Die Konstrukteure dieses Objektivs haben sogar daran gedacht, eine Möglichkeit zur Selbstauslösung einzubauen. Und man sieht hier einen Hebel, der mit einem roten Punkt markiert ist. Wenn wir diesen Hebel ein wenig zur Seite bewegen, ich mache das mal für euch, haben wir ein kleines Federwerk gespannt. Wenn wir jetzt zusätzlich den Verschluss spannen und die Kamera auslösen, dann sehen wir, wie sich dieser vollmechanische Selbstauslöser bewegt und anschließend die Verschlusszeit von einer Sekunde abläuft, die ich an diesem Objektiv für euch eingestellt habe. Auch ohne einen optionalen Drahtauslöser lässt sich diese schöne alte Kamera unter Verwendung des Selbstauslösers vollkommen erschütterungsfrei auslösen. Natürlich lässt sich diese alte Zeissicon auch mit einem herkömmlichen Drahtauslöser wie diesem hier bedienen. Man schraubt ihn einfach in den Auslöseknopf ein und mit einem leichten Druck lässt sich der Verschluss dieser etwa 50 Jahre alten Kamera völlig erschütterungsfrei auslösen. Kommen wir zum Einlegen des Films in diese alte Kamera. Wir öffnen zunächst das Kameragehäuse, klappen den rückwärtigen Deckel zur Seite. Hier können wir auch schon sehr schön dieses kleine Fensterchen sehen, über das wir später unser Filmzählwerk, könnte man es vielleicht nennen, das aufgedruckte Filmzählwerk anschauen können, während wir den Film durch das Drehen dieser Transportkurbel hier weiter bewegen. Wir sehen jetzt auch schon, die Transportkurbel ist hier auf dieser Seite angebracht. Die Spule, die wir jetzt hier sehen, die stammt noch vom letzten Film, den ich mit dieser Kamera belichtet habe. Und ich muss jetzt als erstes diese Spule hier herausnehmen und sie auf dieser Seite des Kameragehäuses einsetzen. Das ist relativ simpel. Da ist sie jetzt drin. Als nächstes müssen wir jetzt unseren wunderbaren Fuji Velvia 50 Rollfilm auspacken. Das ist ganz einfach. Man reißt einfach dieses Stückchen Alufolie auf. Als nächstes müssen wir den Film entsichern. Der ist immer mit einem Stückchen Klebeband zusammengeklebt, sodass er sich nicht versehentlich abrollen kann. Und jetzt müssen wir schon aufpassen, dass wir diesen Film immer gut festhalten und nicht aus Versehen einfach mal loslassen. Ansonsten werden wir mit diesem Film nicht mehr viel Freude haben. Er wird sich einfach in Windeseile abwickeln und das Filmmaterial ist dann belichtet. Und ja, das ist eigentlich dann nur noch ein Stück Filmmaterial, das wir in die Mülltonne werfen können. Um diesen unbelichteten Film in diese Kamera einzulegen, ziehen wir an dieser kleinen Federlasche. Und legen den Film hier hinein. Das Papier, das diesen Film vor Lichteinfall schützt, verwenden wir, um es in der frei gewordenen Spule auf der gegenüberliegenden Seite der Bildbühne einzufädeln. Hier ist es jetzt eingefädelt. Wir klappen die Transportkurbel aus und ziehen das Filmmaterial stramm. So, jetzt sind wir soweit, dass wir das Kameragehäuse wieder schließen können. Wir öffnen jetzt dieses Fensterchen und drehen jetzt so lange an der Transportkurbel,
bis hier ein schwarzer Strich erscheint. So, hier können wir jetzt ein S sehen. Dieses S steht für Start. Jetzt sind wir im Grunde genommen startklar. Das Filmmaterial ist jetzt noch nicht korrekt hinter der Filmbühne. Um eine möglichst gute Planlage des Filmmaterials hinter der Bildbühne zu erreichen, sollte man das Filmmaterial erst kurz bevor man seine Kamera auslöst, in die Startposition bringen. Dazu öffnet man auf der Rückseite das kleine Fensterchen und dreht so lange an dieser Transportkurbel, bis hier die 1 steht. Ist der Film vollständig belichtet, ist auf der Rückseite kein weiteres Bild zu sehen und man sieht auch kein weißes Papier. Man kurbelt einfach an dieser Kurbel hier, bis das Filmmaterial komplett auf dieser Seite der Kamera aufgewickelt ist. Um den Film herauszunehmen, zieht man diese Lasche nach oben und jetzt lässt sich das Kameragehäuse öffnen und gibt den Blick auf unsere Spule mit dem Rollfilm frei, den wir in diese Kamera eben eingelegt haben. Um diesen Rollfilm herauszunehmen, sollte man ihn mit einem Finger sichern und mit der anderen Hand hebt man diese kleine Feder hier an und kann jetzt dieses Stückchen Rollfilm sehr vorsichtig aus der Kamera herausnehmen. Das Filmmaterial in diesem Rollfilm ist jetzt durch ein Stück Papier, durch ein Stück schwarzes Papier geschützt. Um den Film jetzt bereit zu machen für die Entwicklung, muss er natürlich noch gesichert werden. Das heißt, man nimmt diese kleine Lasche, knickt sie hier ein, dann rollt man dieses Stückchen Klebeband um die Filmrolle herum und jetzt ist dieser Film perfekt gegen Lichteinfall geschützt. Bis zur Abgabe im Labor eignet sich ein alter Filmkarton sehr, sehr gut für die Aufbewahrung dieses Stückchen Rollfilms. Es ist jetzt lichtdicht verpackt und wir können es jetzt durchaus noch einige Wochen aufheben, bis mehrere Filme zusammengekommen sind, sodass es sich lohnt, eine kleine Charge von vielleicht 5, 6 Filmen im Labor abzugeben. Damit wäre ich am Ende meines Videos zu dieser wunderbaren alten Kamera. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, könnt vielleicht ein paar Anregungen für eure eigene Fotoarbeit mitnehmen. Ich wünsche euch gutes Licht, wie immer, bleibt dran, macht's gut, bis bald, tschüss.